Fernsehende ist es nicht leichter geworden, sich gendergerecht auszudrücken, sodass alle gleichermaßen angesprochen werden. Wie machen das denn zum Beispiel die Essener und Essenerinnen? Studenten, Studierende, einfach gendergerecht. Und so ruhig machen. Ich finde das gut. Wir gebrauchen das nicht so oft, zumindest ich nicht. Das deckt sich mit den Ergebnissen einer Umfrage, die der Verein Deutsche Sprache in Auftrag gegeben hat. Mehr als 60% der befragten Menschen finden eine gendergerechte Sprache unwichtig oder eher unwichtig. Die Stadt Hannover will das Ganze trotzdem mit bürokratischer Konsequenz klären, mit verbindlichen Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache. Danach heißt es Lehrer, künftig Lehrende, Wähler wären Wählende und ein Rednerpult wird zum Redepult. Wir wollen eben nur gerecht ansprechen, wir möchten alle Menschen ansprechen und deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Empfehlung rauszugeben. Gar nicht so einfach ist, allen recht zu machen. Jetzt jedenfalls noch viel Spaß vor dem Fernseher, beziehungsweise der Fernseherin, oder ja genau, dem Fernsehgerät.